Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir stehen hier wieder in Laendell und zwar am Ort der Gnade namens Straßenbalkon, weil wir uns in das unterirdische Reservat der Scham begeben werden. Eine komplett optionale Unterwelt in der Kanalisation der goldenen Hauptstadt, die aus mehreren Gründen extrem interessant ist. Zum einen gibt es dort unten einen ziemlich coolen Boss. Es gibt einen sehr gut versteckten Mini-Dungeon. Es gibt eine Questlinie, die zu einem der alternativen Enden führt. Und nicht zuletzt kann man da unten auch ein trophäenrelevantes Ende aktivieren und freischalten. Also wirklich viele, viele gute Gründe, sich da nach da unten zu begeben. Aber ich möchte eine Warnung vorne wegschicken. Meiner Meinung nach ist das eines der nervenaufreibendsten Gebiete, die das Spiel hier zu bieten hat. Und wir wissen, Elden Ring hat einige nervenaufreibende Gebiete zu bieten. Ich schalte jetzt schon mal meine Laterne an, denn da unten wird es dunkel, düster und dreckig. Also, von dem Ort der Gnade begeben wir uns hier die Treppe runter, auf den Bogenschützen da vorne zu und bevor er uns sieht, biegen wir einfach links ab, nehmen die Beine in die Hand, laufen bis zu diesem kleinen Balkönchen, springen auf das Dach, hier runter und erstmal aus der Schussbahn aller Laendell-Soldaten, die da oben so rumvorwerken. Dann hier ums Eck und dann entdecken wir diesen Brunnen hier. Achtung vor diesen Krabbelfiechern. Da kommen jetzt noch ein, zwei angerannt. Die am besten umhauen. Lasst sie anspringen, um sie dann mühelos zu erledigen. Und hier ist dieser doch recht versteckte, relativ geheime Eingang in die Kanalisation. Leicht verrostet. Hier unten war schon lange keiner mehr. Trotzdem ist es brandgefährlich. Randvoll mit sehr, sehr fiesen Gegnern. Der Runenbogen kann nicht schaden. Ach, ich aktiviere mal wieder einen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe bestimmt jetzt ein paar dabei. Ein bisschen einen Buff. Kann man hier unten ganz gut brauchen. Man muss halt wissen, was man tut. Denn die Dinger sind selten. Und so wie man stirbt, ist der Buff hinüber. An vielen Stellen erinnert die Kanalisation hier bisweilen an die Untiefen aus Dark Souls 1. Es gibt hier viele Ratten, es gibt Basilisken, es gibt aber auch Steinimps, wie ihr sie schon aus Mini-Dungeons kennt, die Blutungsschaden verursachen und gerne in Massen auftreten. Also nehmt euch davor in Acht. Und es gibt auch einen Gegnertyp, den wir bis jetzt im Grunde nur als Zwischen-Mini-Boss entdeckt haben. Und zwar in der letzten Episode, als wir auf dem Weg zum Heiligen Turm waren, um Morgoths Rune zu aktivieren. Da haben wir zweimal gegen diese Biester gekämpft und die tauchen hier als normale Gegner auf und sie sind absolut heftige Widersacher. Ratten generell, so wie sie noch nicht auf euch aufmerksam geworden sind, möglichst schnell umhauen. Ansonsten lasst sie ankommen, lasst sie gegen euren Schild springen und reagiert erst dann auf die Attacke. Denn die Serienbisse dieser Ratten können viel Schaden verursachen, euch auch unterbrechen. Und wenn sie dann in Gruppen auftauchen, ist es sehr schnell sehr tödlich. Ja, wenigstens haben sie schöne Türen hier in der Kanalisation, ne? So, und hier sind wir. Unterirdisches Reservat der Scham. Und das sind die Burschen, von denen ich gesprochen habe. Die sind unterschiedlich bewaffnet, mal mit Axt, mal mit einem riesengroßen Krummschwert. Nahezu alle beherrschen auch Dunkelmagie, die fatal ist, wenn man sich von ihr treffen lässt. Das Item, das ihr hier oben seht, werdet ihr von jetzt in diesem Zustand des Spiels, nenne ich es jetzt mal, oder der Spielwelt, nicht erreichen können. Das ist erst im absoluten Endgame erreichbar, wenn, Spoiler, die Hauptstadt einen kleinen Strukturwandel durchlebt hat. Dann werdet ihr von da oben runterfallen können und dieses Item einsammeln können. Jetzt? Na, leider noch nicht. Was bin ich wahnsinnig geworden auf der Suche nach eine Möglichkeit, dieses Ding zu erreichen bei meinem ersten Durchgang. Ihr könnt es euch nicht ausmalen. So, hinab geht's. Priorität Nummer 1. Lauft weiter, schnell, 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 schnell vorwärts. Und zwar hier um die Ecke. Der war schneller als ich. Macht nichts. Wir aktivieren kurz den Ort der Gnade. Und jetzt können wir versuchen, uns hier in diesem engen Raum, das ist keine gute Idee, in einem engen Raum gegen die Burschen zu kämpfen, aber ich habe Gott sei Dank eine schwere Waffe und kann sie deswegen gut unterbrechen. Blutungsschaden immer gut, staggern, draufdreschen, fertig.
Mei, oh mei. Und dann, jetzt rasten wir. Ich fülle mal wieder auf. Jetzt ist er natürlich auch wieder da, aber das ist nicht das große Problem. Von jetzt an gibt es einige Möglichkeiten, voranzuschreiten. Ich versuche mal eine möglichst sinnvolle Reihenfolge zu bringen, um einfach mit möglichst wenig Laufweg durch das Reservat der Scham hier zu kommen. Das Erste, was ihr tun solltet, ist, ihr müsst nicht unbedingt gegen die Burschen kämpfen. Die sind nicht gut im Sehen und Hören. Ihr könnt auch echt an ihnen vorbeischleichen. Sie sind auch Backstep-affin. Aber weil wir die Items haben wollen, legen wir uns natürlich mit den Burschen an. Ihr seht, die sind extrem tanky. Jetzt war die Verzögerung, hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Selbst wenn ihr mit Fernzaubern agiert, Pyromantie und Zaubereien und so weiter, ist das immer ein Geduldsspiel, weil die Burschen wirklich viel aushalten und einstecken können. Also nehmt euch davor in Acht. Und auch, obwohl sie so dicklich und plump aussehen, können sie sehr schnell große Distanzen überbrücken. Lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen. Die sind echt wirklich brandgefährlich, die Burschen. Und es gibt noch schwierigere Kandidaten von ihnen, weiter unten in diesem optionalen Level. So, du hast jetzt irgendwie was gehört, oder? Also komm her. Solange ich dich unterbrechen kann. Upp. Ja, ja. Netter Versuch. Und sie halten nicht nur viel aus, sie stecken auch viel ein. Und das sind die Dunkelzauber, von denen ich gesprochen habe. Oder Dunkelfeuermagie. Whatever. Es tut alles ordentlich weh, was die Burschen auszuteilen vermögen. Ich aber auch. Das Malbeil. Oh, das ist ein seltener Drop. Also das ist die Waffe von denen. Nice, das nehme ich gerne mit. So, die Items, die hier sie bewacht haben. Eine goldene Rune, Stufe 11. Blutgetränkte Masken und die Manschetten und die Maske. Und wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt weiterzumachen. Ihr habt da drüben vielleicht, wo ist sie? Die Leiter. Hier gesehen, das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal nach ganz da vorn. Werfen einen Blick durch dieses riesengroße Gatter. Das wir von dieser Seite aus nicht öffnen können. Da hinten wartet noch ein weiterer von diesen Maltöter-Dingern. Der Schalter ist auf der anderen Seite. Den können wir früher oder später erreichen. Erst einmal rollen wir uns hier runter. Das ist ein One-Way-Ticket. Ihr werdet nicht zurückkommen. Zu weiteren Ratten. Anspringen lassen. Und dann schön aus der Defensive heraus erledigen. Bewahrende Boli. Gegen Scharlachfäule. Die gibt es hier unten Gott sei Dank nicht. Allerdings werdet ihr früher oder später bisweilen vergiftet werden, weil es hier unten auch diese kleinen und großen Giftpflanzen gibt. Dass hier also keine entsprechenden Boni liegen. Schade. Das Reservat der Scham ist ein regelrechtes Labyrinth. Es wird ein paar von diesen Röhrengängen geben, die unfassbar kompliziert und verwinkelt sind. Wenn auch ich mich jetzt dann nachher da drin verlaufe, nehmt es mir bitte nicht übel. Das ist unglaublich schwer. Trotz Übung, die ich hatte, oh je, als Vorbereitung für diese Episode, wird es garantiert passieren, dass ich mich hier drin verlaufen werde. Also, ihr könnt diese Burschen hier erledigen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch dran vorbeirennen. Was ihr hier tun solltet, euch unbedingt beeilen. Und den Lichtzaubern entkommen auf dieser Leiter. Hoch in diesen Zellentrakt. Und hier werden wir einen NPC treffen, der schon als Geisterform in der Tafelrundfeste aufgetaucht ist, nämlich der Dungfresser. Und er ist die Questlinie, die ich vorhin erwähnt habe, die auch zu einem alternativen Ende führt. Ein weiterer Runenbogen. Er ist hier natürlich nur dann, so wie ihr quasi in der Tafelrundfeste mit ihm gesprochen habt. Dann ist er hier hinter dieser Zellentür über meinem Kopf. Dort könnt ihr ihn dann ansprechen und die Questlinie weiterführen. Ich werde zum Dungfresser natürlich ein eigenes Video machen. Deswegen ist er jetzt auch hier nicht da. Aber ich wollte es euch trotzdem mal gezeigt haben, zumal hier noch ein Item ist. Aber sammelt es bitte nicht gedankenlos ein, denn wenn ihr genau hinschaut, seht ihr die Finger und Fingernägel aus dem Boden ragen. Riesengroßen Hände sind zurück und sind sogar noch begleitet von kleinen Varianten. Das ist eine der gemeinsten Fallen des Spiels. Also, ich
bin selbst, ich habe das jetzt hier schon ein paar Mal gemacht und bin selbst jetzt bei meinem Übungsdurchgang wieder in diese Falle getappt, weil ich es übersehen habe. Also umkreist die Hände am besten und versucht sie von hinten so schnell wie möglich zu erledigen, bevor sie sich aufraffen kann. Dunkelschmiedestein und verlorene Kriegsasche. Den Schlüssel für diese Tür bekommt ihr vom Dunkfresser, wenn ihr mit ihm sprecht, in der Tafelrundfeste. Ich komme jetzt nicht rein, das ist allerdings auch nicht schlimm, denn da drin gibt es keine Items. Wir können also umdrehen. Gezeigt haben wollte ich es euch allerdings trotzdem mal. Und auch wegen dem Runenbogen und dem Dunkelschmiedestein. Stufe 7 ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Nun müssen wir nur wieder zurück und an den Giftpflanzen vorbei. Da hier nichts liegt, ist es die Mühe nicht wert. Die Viecher geben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Runen, dass sich das lohnen würde, auf die einzudreschen und eine eventuelle Vergiftung zu riskieren. Okay, nun, also das erste von, ich kann es schon mal spoilern, zwei dieser Röhrenlabyrinthe. Hier bekommt ihr es mit vielen Schnecken zu tun, keine allzu große Gefahr, aber ihr müsst trotzdem auf eure Umgebung achten, denn es gibt Löcher im Boden. Hier gerade seht ihr schon eins vor mir. Manche bleiben auch einfach an der Decke kleben. Könnt ihr auch runterholen, wenn ihr wollt. Die sind, wie gesagt, nicht gefährlich. Die meisten machen nichts. Über dieses Loch bitte drüber springen. Und weiter geht's. Wir können jetzt eine bestimmte Taktik verfolgen. Left Wall Strats, Right Wall Strats. Wie heißt es? Irgendwann kommt man aus einem Labyrinth heraus, wenn man immer nur rechts läuft. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. Immer schön vor euch auf den Boden gucken. In diesem Teil des Röhrenlabyrinths gibt es tatsächlich zwei Löcher. Eines ist tatsächlich relevant. Ja, bleibt liegen. Bleibt kleben. Was auch immer. Ihr seht, die wenigsten tun wirklich was. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Manchmal kommen sie wirklich angesprungen für eine Nahkampfattacke oder spucken euch an, was auch nicht wirklich schön ist. So, hier kommen wir jetzt an eine Tür. Das ist von dieser Seite aus nicht zu öffnen. Ich schaue mal, ob ich den Typen erwische von hier. Nein, hätte sein können. So, also einfach alles schön abgrasen. Und jetzt machen wir diesen Gang. Vorsicht, Loch. Und das ist das Loch, in das ich fallen möchte. Nein, das war's nicht. Aber hier müssen wir trotzdem hin. Das ist tatsächlich das Fallenloch. Das andere hätte uns hinter diese Tür hier geführt. Aber das finden wir auch noch. Das war das erste Loch, über das ich drüber gesprungen bin. Das ist der Rückweg. Da vorne wird es ein kleines bisschen gefährlich. Heilt euch komplett auf. Wenn ihr Heilzauber habt, nehmt diese zur Hand, denn diese Burschen und auch der Große, der gleich auftaucht, ist extrem anfällig gegenüber Heilzaubern. Wir kennen ihn schon. Aus vielen Orten. Muss so schnell erledigt werden, wie es geht im Nahkampf. Oder aber, wie gesagt, mit Heilzaubern. Ein guter Trick. Und dann können wir gefahrlos das ganze Loot einsammeln. Grabpfeilchen, Crafting-Material. Zu euch kommen wir gleich. Ich habe die beiden Löcher verwechselt. Aber ich habe es ja auch schon angekündigt. Es ist so sehr, sehr schwer hier unten sich zu merken, was der richtige und was der falsche Weg ist. Aber so lernt man auch ein kleines bisschen hier den Untergrund kennen. Ein guter Hinweis ist auch immer, wo irgendwas liegt und tot ist. Da waren wir wohl schon. So, jetzt muss ich ganz kurz rehabilitieren. Das war es also nicht. Dann ist es das hier. Sackgasse. Hier durchs Gatter durch.
So, und nun sind wir hier auf der Seite des Gitters. Und jetzt zwei weitere von diesen merkwürdigen, untoten Magiern. Drei sogar. Schnell den Fernkämpfer hier erledigen. Diese roten, weißen, gelben, rot-weiß, genau, gelben Bobbles, die sind zielsuchend, also nehmt euch davor in Acht, die tun ziemlich weh, wenn sie treffen. So, jetzt sind wir durch. Steinschwertschlüssel mitgenommen. Und können weitermachen. Musikalische Untermalung hilft auch nicht wirklich, dass man sich hier entspannt durch das Gebiet kämpfen kann. Halt. Nee, doch, das ist richtig. Über dieses Loch. Und dann durch die Tür. Jetzt werden die Schnecken schon ein bisschen aggressiver. Haben sich aber schon durch ihre Fühler angekündigt. Feuersichere Trockenleber. Streifen weißen Fleisches. Das lassen sie sehr, sehr, sehr häufig fallen. Gutes Crafting-Material. So, jetzt sind wir durch das erste Labyrinth durch, aber bekommen eine heftige Herausforderung. Dieser Bursche hier ist einer der etwas heftigeren, wie ich schon angekündigt habe. Der mit einem großen Krummsäbel agiert und sehr viel aggressiver mit seinen Dunkelfeuerzaubern um sich wirft. Also nehmt euch davor dringend in Acht. Und wenn ihr es könnt, benutzt heftige, schwere Waffen. Wenn ihr etwas schwächer auf der Brust seid, Zauberer oder sowas, ja, da kommt schon der Nächste. Dann lockt sie zurück in den Tunnel bis ans Gitter, denn da passen sie nicht durch, die Burschen. Und dann bekommen sie Wegfindungsprobleme, taumeln immer mal wieder zurück und so könnt ihr sie dann ganz, ganz gefahrlos aus der Entfernung platt machen. Also lockt sie hierhin zurück, einfach hier nach oben, um die Kurve rum, durch das Gitter da vorne durch und dann könnt ihr sie gefahrlos platt machen. Ja, Jungs, wie viel noch? Komm, hey, komm her. Nein, 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 bleib hier. So, jetzt ist aber gut. Es passiert eher selten, dass alle drei alarmiert werden. Normalerweise kommt der oben runtergeklettert, der erste. Man bekämpft sich hier und die anderen beiden sind da oben und bleiben. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es mir passiert ist, dass alle drei irgendwie gesagt haben, hey, da ist irgendwas los. Gucken wir mal nach. Und nun, weiter geht's. Sorry für den Schnitt, gerade hat es an der Tür geklingelt, aber jetzt kann es hoffentlich störenfrei weitergehen. Bewacht haben die zwei bis drei Burschen hier, stehen Schmiedestein Stufe 7, sehr, sehr schön. Und dann können wir hier dieses Gatter, dieses große Gatter endlich öffnen, das wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr es nötig habt, quasi da vorne am Ort der Gnade rasten, um eure Flaschen wieder aufzufüllen. Ich habe jetzt noch 8 Stück, da mache ich mal mit weiter. Ich will jetzt nicht schon wieder riskieren, hier alle drei zu aktivieren. Ihr könnt an allen tatsächlich gut vorbeischleichen. Wenn ihr vorsichtig seid und die Laufwege gut abpasst, geht das, ohne dass ihr sie auf euch aufmerksam macht. So, ein riesengroßer Turm, der veranschaulicht, wie weit wir in der Tiefe eigentlich sind und wie weit runter es noch geht. Erinnert auf den ersten Blick so ein kleines bisschen an diese Wendeltreppen aus dem Ring City DLC aus Dark Souls 3 und die haben auch einen ähnlichen Trick. Aber erst einmal müssen wir diese Burschen hier erledigen. Wir kennen sie schon gut genug. Lasst sie euch nicht umarmen, das tut weh. Aber glücklicherweise sind sie extrem unaufmerksam. Ein Gnadenimitator. Und hier ist Dead End, hier geht es nicht weiter. Wir sehen, überall liegen noch Sachen. Wie kommt man da hin? Ja, ein großer Teil ist jetzt noch nicht erkundbar, das müssen wir später machen. Aber einen Teil davon, den können wir jetzt schon anschauen. Und zwar, wenn ihr euch hier ganz, ganz vorsichtig ein Stockwerk tiefer fallen lasst. Nicht zu schnell nach vorn. Und dann gleich auf diesen
Geheimnis Garabeos eindreschen und einen Dunkelschmiedestein 6 mitnehmen. Gibt noch einige Upgrade-Materialien hier unten, das ist echt schön. An diesem recht heftigen Gebiet. Das ist natürlich eine Falle, wie man schon sieht. Guckt mal kurz ums Eck. Also alles gefahrlos. Nur von Faden. Nehmt euch in Acht, weil ihr mit einem schweren Schlägen natürlich, oder generell mit Schlägen, immer so einen leichten Schritt nach vorne macht. Nicht, dass ihr mit abstürzt, das wäre sehr peinlich. Ein wärmender Stein. So. Giftpflanze bitte zuerst erledigen, weil die mit ihrem Aerial of Effect deutlich gefährlicher ist, als diese Burschen es sind. Auch hier schnell reagieren, bevor sie losprusten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Hier geht's lang und hier. Wir gehen erstmal hier runter und sehen schon wieder neue Giftpflanzen. Zusammen mit unseren allseits beliebten Basilisken. Lebt er noch? Er lebt noch. Das hat er gut gemacht. Komm her. Jetzt lebt er nicht mehr. Überall lungern sie. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht selbst hier den Balken, den grauen, maximieren. Denn das wäre ein Instant Death. Sehr unschönes Ende. Die Nomadenasche. Und tatsächlich auch das Einzige, was man hier noch findet. Und das müssen wir nur wieder unvergiftet zurückfinden, indem wir mal ganz kurz abwarten, bis sie hier ihre Pollenrumsprüherei aufgegeben hat. So. Vollgas. Auch hier bitte nicht stehen bleiben, sonst kommt sie auf die Idee, mit ihren Lichtzaubern zu arbeiten. Was bisweilen dafür sorgen kann, dass ihr euch damit von der Leiter runterfischt. Und auch das ist dann in der Regel ein Instant Death. Na, schon wieder Rohre. Schon wieder ist es extrem verwinkelt. Und schon wieder bekommen wir es mit Basilisken zu tun. Komm raus. Ich mache minimal zu wenig Schaden, um tatsächlich hier mit zwei Schlägen diese Viecher schon zu erledigen. Ärgerlich. Hier haben wir eine Abkürzungstür, die wir von dieser Seite nicht öffnen können. Mal wieder. Vollgas, das ist kein Köder, den könnt ihr gefahrlos erledigen, noch bevor ihr euch bemerkt habt. So, und der nächste von den etwas heftigeren Burschen. Ich weiß leider gerade nicht aktuell, wie sie heißen. Aber der ist sehr unaufmerksam und kann von hinten attackiert werden für den initialen Backstep. Allerdings, so wie er den Raum betretet, dreht er sich um in die andere Richtung. Also nehmt euch davor in Acht. Er hört irgendwas und dreht sich dann um so. Hä? Also immer von rechts anpirschen. Der bewacht echt viele Items hier unten. Schicke Unterbuchse, die er trägt, by the way. Schon mal drauf geachtet? So. Mal, Baby. Glassplitter, Crafting-Material. Noch mehr. Ein Goldtausendfüßler, seltenes Crafting-Material. Und geräuchertes, gesprenkeltes, weißes Fleisch. Super Buff-Material. Klettern wir die Leiter hoch. Und kommen hier an eine große Tür, wo man schon die Hoffnung und die Ahnung hat, wohin sie führt. Und tatsächlich führt sie auf die, ich nenne es jetzt mal, Hauptstraße zurück. Und zwar direkt gegenüber dem Ort der Gnade. Wie großartig ist das bitte? Sehr praktisch.
Jetzt können wir uns hier mal ein kleines bisschen umschauen. Hier wird der Level nämlich extrem vertikal mit sehr vielen Stockwerken, sehr vielen Rohren, an denen man entlang laufen kann. Und vor allen Dingen, das habe ich schon angekündigt, der Rückkehr von gemeinen Imps, die man schon aus Mini-Dungeons kennt und die nichts von ihrer Brachialität und ihrer Gefahr verloren haben. Überall kleben sie und hängen sie an den Wänden, an den Rohren, bereit dazu, euch in Hinterhalte zu locken. Ihr seht hier direkt über meinem Kopf auch einer, der schon grimmig guckt. Also bitte hier ab sofort immer den Schild hoch und vor allen Dingen, wenn ihr gegen die Burschen kämpft, dann achtet darauf, dass ihr nie einen Abgrund im Hintern habt oder hinter euch habt, sondern weil sie auch immer mal wieder angerannt kommen, um euch zu schubsen und euch dann in den Tod stürzen wollen. Also seid cleverer und lockt sie auch immer an Stellen zurück, wo es ein bisschen sicherer ist zu kämpfen. Der Schildkonter ist hier auch immer eine gute Variante, gegen sie zu kämpfen. Aber wie gesagt, achtet immer darauf, immer ein paar Schritte zu gehen und zu schauen, kommt einer hochgeklettert, kommt einer runtergesprungen. Überall, vermeintlich, ist es sicher, aber es ist wirklich kein einziger Meter hier, wo es nicht irgendwo nach Hinterhalt schreit. Da klebt auch einer, da hinten steht einer an den Fässchen. Der wirft gerne mit Messern, deswegen solltet ihr euch um den zuerst kümmern. Schild hoch. In den Nahkampf zwingen. Schnell umdrehen, falls ihr in den Hinterhalt gejagt wurdet. Nein. Trotzdem will ich mal schauen, ob ich den hier irgendwie runterlocken kann. Entweder durch Wurfmesser oder er kommt freiwillig runter. Auch wenn ihr so an der Kante kämpft. Immer lieber ein Schlag weniger. Weil nicht, dass ihr einen zu viel macht. Und dann mit abstürzt. So. Von hier an runterfallen lassen. Wenn sie zu zweit auftauchen. Immer vorsichtig sein und gegen den Schild prallen lassen. Hier immer reagieren statt agieren. Sonst wird es schnell brandgefährlich. So, da geht's weiter. Hier gibt es auch einen Hinterhalt. Vorsicht, wenn ihr jetzt auf diesen Torbogen hier zuläuft da vorne und das Item einsammeln wollt. Kommt einer, der euch runterschubsen möchte. Was ihr tun könnt, wenn ihr Fernkämpfer seid, oder vielleicht erreiche ich ihn ja mit meinen Wurfmessern. Wenn die da so seitlich an der Kante hängen, könnt ihr sie zum Absturz zwingen. Was in den meisten Fällen den Tod für sie bedeutet. Okay, wieder zurück zu den Heilflaschen. Schild hoch. Hier können wir jetzt eine Leiter runtertreten, wo wir diesen großen Maltöter, oder wie auch heißt, bezwungen haben und diese ganzen Glassplitter und dergleichen eingesammelt haben. Und dieses Rohr in das nächste Labyrinth, das merken wir uns. Wobei, das können wir eigentlich jetzt schon machen. Jetzt wird es tatsächlich extrem unübersichtlich und selbst wenn man sich eine Karte malt, kann man sich hier unten extrem verlaufen. Aber hier unten warten einige Geheimniskarabäen, vor allen Dingen für Heilflaschen und Magieflaschen und so das ein oder andere Material, das wir einsammeln wollen. Und hier führt es auch zu dem geheimen Boss, zu dem geheimen trophäenrelevanten Ende und auch einem Ort der Gnade. Und das wollen wir natürlich alles holen. Allerdings, ich kündige es an, ich werde mich hier unten hoffnungslos verlaufen. Es ist nämlich so teilweise ein Roundkurs, teilweise führt es in Sackgassen hinein. Das ist das Loch, das wir nachher brauchen für den Weg zum Endboss. Es ist echt ein kleines bisschen gemein. Hier hätte From Software meinetwegen gerne auch so ein paar mehr individuelle Dinge einbauen können, damit man sich besser orientieren kann. Was ich damit meine, ist zum Beispiel irgendwie Gattertore oder sowas wie das hier, dass man sagt, oh, an diesen Brettern bin ich schon mal vorbeigekommen. Ein kleines bisschen mehr, weil es ist hier schon, es ist schon arg heftig, wo man überall hin kann. Ich muss ganz kurz checken, ob das das ist, was ich glaube. Das war einer der Roundkurse.
Beim ersten Mal bin ich hier unten tatsächlich so 20, 30 Minuten lang rumgeirrt. Wenn wir das Gefühl gehabt, kannte ich diesen Tunnel schon? Habe ich hier schon alles erledigt oder nicht? Weil ja auch wenige Gegner rumstromern, wo man sagen kann, okay, daran kann ich mich entlanghangeln, so wie Brotkrumen. Allerdings ist tatsächlich eine interessante Variante. Ihr könnt mit den Glitzersteinchen, dessen Rezept, da hier, Regenbogensteinen, die ihr durch Ruinenfragmente ganz leicht herstellen könnt, könnt ihr euch ja eigentlich auch quasi ein bisschen so Hänsel und Gretel Brotkrumen einen Weg legen, um zu vermeiden, dass ihr euch verlauft. Um einfach hier und da so einen Stein hinzulegen und zu sagen, okay, hier war ich schon. Und hier ist diese gesamte Gegend in diesen Rohren, wo die erwähnten Geheimnisgarabäen auftauchen, wo ihr eure Flaschen wieder auffüllen könnt. Schmiedestein 7, ja, diesen Ausgang habe ich gesucht. Der führt zurück in diesen großen, sehr vertikalen Raum, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das holen wir noch alles hier. Keine Sorge, nicht von hier aus holen. Machen wir alles noch in Ruhe und von einem sicheren Weg aus. Dich brauche ich nicht. Jeder Zauberer freut sich. Umhauen tue ich dich trotzdem. So. Ah, das ist ja unheilvoll. Sound- und Musikkulisse tragen nicht gerade dazu bei, dass man sich hier unten wohlfühlt. Aber das sind gute Indizien dafür. Wo war ich schon? Wo war ich noch nicht? Erinnere mich daran, dass ich nachher links abbiege, wenn ich hier zurücklaufe. Hoffentlich. Moment, ich fülle mal auf. So. Wie viel kriege ich zurück? Jawohl, das hat sich rentiert. Kleines bisschen outgemaxed. Kleinvieh macht auch Mist. Es kann schnell über Leben und Tod bedeuten, entscheiden. Das Auge von Yellow, ebenfalls sehr seltenes Crafting-Material. So, und davon jetzt links, habe ich mir gemerkt. Ich laufe gerade systematischer durch, als ich es bei meinem Übungskurs gemacht habe. Sagte ich jetzt und verlaufe mich jetzt gleich hoffnungslos, passt auf. Wärmender Stein. Ich brauche ihn zwar nicht, aber ich muss ihn trotzdem umhauen, weil er sonst eh wegrennen würde. Und die ganze Zeit wiegt einen From Software in Sicherheit. Man läuft hier minutenlang durch ewig leere Rohre und haut Geheimnisgarabäen um, um dann plötzlich hier überrascht zu werden von diesen Burschen. Aber tatsächlich haben wir jetzt alles eingesammelt. Das Wichtigste war hier unten, der Schmiedestein 8. Und jetzt müssen wir das eine der beiden Löcher finden, durch das wir in das untere Stockwerk dieses Rohrlabyrinths finden und damit den Weg zum optionalen Boss ebnen. Und jetzt beginnt wahrscheinlich meine Odyssee. Durch das Tor. Es sind zwei Löcher hier und nur eines ist richtig. Das müssen wir finden. Es war relativ am Anfang, das ist das Gute. Nur diesen Anfang muss ich jetzt auch wieder finden. Tja. Das ist es nicht, an der Schräge. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das hier ist es. Jetzt möchte ich nur ganz kurz noch einen Blick riskieren. Nope. Ne, das haben wir jetzt gemacht. Das war dieser U-Turn. Alles klar. Um sicher zu gehen, dass das richtige Loch ist, einfach runterschauen und entdecken. Oh, das ist eine weitere Röhre. Hier sind wir richtig. Achtung, Hinterhalt. Schmiedestein 5. Und hier ist die Tür, die wir vorhin gesehen haben, die wir jetzt von dieser Seite aus öffnen können. Eine Abkürzung, die jetzt nicht wirklich nötig ist, aber schön, dass sie da ist. Und hier kommen wir zurück in diesen riesengroßen Turm mit dieser ewigen Wendeltreppe, die an The Ring City erinnert.
Aber erst müssen wir an diesem großen Potboy vorbei. Nutzt die Zeit, die er braucht, um aufzustehen, um ihn umzuhauen. Meine Kiddies müssen leider auch dran glauben. Ritualtopf. Und das übliche Crafting-Material, das wir bekommen. Rund um die Potboys. So. Down we go. Und zwar richtig tief runter. Hier unten bündelt sich alles. Also zum einen der optionale Boss, von dem ich gesprochen habe, und auch das trophäenrelevante Ende Frenzied Flame werdet ihr unten durch ein Rätsel aktivieren und lösen können. Glücklicherweise gibt es hier einen Ort der Gnade. Wie wir den Boss angehen und bezwingen, der ist echt heftig, aber ziemlich cool. Das machen wir in der nächsten Episode. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Wir werden uns jetzt wieder nach oben teleportieren. Ich raste. Wieso bin ich jetzt? Habe ich jetzt gerastet? Ach, ist eh egal. Zur unterirdischen Straße zurück. Und werden noch ein, zwei weitere Teilgebiete des Reservats hier erledigen. Dazu jetzt zu dieser Leiter, die ich vorhin schon erwähnt hatte, ganz am Anfang des Videos. Ich mache wieder die Lampe an. Und hier sind wir an der Stelle, die wir vorhin gesehen haben. Wo wir aus dem Rohr heraus geguckt haben, hier. Und ich gesagt habe, ey, das können wir alles von sicherer Position aus einsammeln und erledigen. Und das ist von hier. Aber auch hier, es sind die Steinimps überall, um euch zu nerven. Und zwar maximal zu nerven. Das, was ich meinte. Die kennen keine Gnade. Yo! Jetzt bin ich dran. Seid ihr fertig? Danke. So schnell können die eine Schlacht drehen. Es ist gruselig bemerkenswert, möchte man schon fast sagen. Der fällt leider nicht in den Tod, sondern dürfte jetzt eventuell angesprungen kommen. Ne, er macht's mir gleich. Cool. Na denn, dann komme ich zu dir runter. Drop Attack. In den Boden geschrammt. Ungespitzt. Dunkelschmiedestein 6. Erst geht's hier lang. Schild hoch, der wirft nämlich auch sehr gerne mit Wurfmessern um sich. Normaler Schmiedestein 7. Also es ist echt ordentlich cooles Upgrade-Material hier zu finden. Das macht wirklich Spaß. Und hier sind wir an der Vorderseite der Hauptstraße mit einem weiteren Maltöter hier. Können wir auch erstmal aufmachen, das hat Priorität. Vielleicht können wir das einsammeln, ohne dass er uns sieht. Schattenköder. So. Das war's hier. Oh, du kommst auch? Okay, na egal. Mit dir kämpfen wir nicht. Du hast hier eh keinen Platz, durchzukommen. Wir haben jetzt schon so viele von euch umgehauen. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Wir machen hier weiter. Schild hoch, da vorne auf dieser Plattform lauert ein größerer Hinterhalt. Den können wir auch ein bisschen unterbinden, indem wir zum Beispiel diesen Burschen hier einfach mal runterschießen. Kurz gucken, es hängt doch noch irgendwo einer, genau. Den locken wir hier mal zurück. Bisschen mehr Platz. Ja. Der war einer der klügeren von denen. Der fängt in der Regel mit einer Schubsanimation an.
Wir können ihm allerdings gut zuvorkommen. Ein Backstep, das muss schnell gehen, weil da kommt schon der nächste. Also hier auf dieser Plattform habt ihr es, wenn ihr es dumm angeht, plötzlich vier von diesen Imps am Hals. Ganz, ganz schnell ein möglicher Ort, wo man eventuell seine Runen wieder einsammeln darf. Das ist hier wirklich, von überall kommen sie an und das ist super brandgefährlich. So. Jetzt gehen wir ein Stockwerk tiefer. Und zwar von hier aus. Lasst euch hier auf dieses Rohr fallen. Geht möglichst weit nach unten. Hier ins Eck. Heilt voll auf und jetzt gebt Vollgas durch die Rohre. Hier an der rechten Seite der Wand. Wir alle wissen, die Hummer sind die übelsten Feinde, die das Spiel zu bieten hat. Aber wenn ihr schnell hier reinrennt, entdeckt ihr den von mir vorhin erwähnten geheimen Mini-Dungeon und einen sehr wichtigen Ort der Gnade. An dem raste ich jetzt gleich mal, denn hier kann ich wohl einen Stufenaufstieg genießen, indem ich noch rund 11.000 Runen investiere. Die habe ich doch garantiert dabei. 11.000, was haben wir hier? 10.000, dann nehmen wir davon ein. Ach, das Kleinvieh, ne? Und jetzt müsste ich eigentlich bei meiner... Na, eine Stufe fehlt noch. Da bin ich bei meiner 60 angekommen. Gut, jetzt ist auch der Lobster erstmal wieder ruhig gestellt. Denn was ihr unbedingt einsammeln müsst, ist das Ding hier. Das ist ein Item, das euch nicht nur beim nächsten Boss hilft, sondern auch bei einem späteren, weiteren optionalen Nebenboss, quasi dem großen, schwierigen Bruder dieses Bosses in diesem Gebiet. Und das ist so ein Item, das ihr verwenden könnt, um ihm ganz schön eine reinzuwirken. Vollgas. Morgs Kette. Und dann versucht einfach hier mit Vollgas hier durch das Gebiet zu rennen. Hier drin ist noch ein Geheimniskarabäus. Für den Dunkelschmiedestein 7. Und da hinten lauern noch ein paar weitere Items, aber auch ein weiterer Lobster. Aber Dunkelschmiedesteine können wir nicht genug haben. Wir schauen, dass wir Vollgas geben und sie alle einsammeln. Jetzt, wo ich keine Runen mehr zu verlieren habe, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er mich umbringen sollte. Außer, dass ich meinen Buff verliere, was ein bisschen schade wäre. Aber ich glaube, ich komme ganz gut durch. Die Snipe-Spucke ist das Schlimmste von den Viechern. Aus 50 Kilometern Entfernung spucken die einen noch weg. So, alles eingesammelt. Schnell zurück. Aus der Agro. Tada. Und somit haben wir tatsächlich jetzt hier den, das Reservat der Scham erledigt, alles eingesammelt und können uns in der nächsten Episode dann mit dem Boss dieses Gebiets anlegen, zusammen mit dem Item, das wir gerade eingesammelt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Viel Spaß beim Nachspielen, viel Erfolg beim Nachspielen und bis zum nächsten Mal hier im Einsteigerguide von Elden Ring. Bye bye und macht's gut.